Herr Karl Möhring hat Ihnen ein Notenblatt vermacht. Karl? Ist er tot? Das ist bei Erbschaften so üblich, dass jemand gestorben ist. Herr Möhring war in Brasilien als Musikhistoriker tätig und hat dort häufig alte Lagerbestände aufgekauft, um darin nach originaleuropäischen Barocknoten zu suchen. Barocknoten? In Brasilien? Ja, ich habe das mal nachgeschlagen. Solche Noten wurden seinerzeit vom portugiesischen König Joseph VI. Überführt. Johann der Sechste. Der König, der von Napoleon ins Exil auswandern musste. Ja, das ist Johann der Sechste. Herr Bückling, Ihr Freund hat Ihnen einen Notenfund vermacht. Originalnoten von Bach. Johann Sebastian Bach. Wissen Sie, was das wert ist? Es ist eine Originalabschrift von Bachs Sohn. Der Jüngste, Johann Christoph. Johann Christian Bach oder Johann Christoph Friedrich Bach, der Bückeburger Bach. Bückeburger Bach?